Genau, meine Freunde, und seid herzlichst willkommen bei einer weiteren Runde Ranch Sim. Gemeinsam mit Hasta la Malais Muchachos. Einhorn-Möwen-Deko ist am Stissel. Die Nüsse sind gescheichelt. Und herzlich willkommen zurück auf dem Ziegenhof. Dem besten Hof in Ranch Simulator. Hallöchen! Ja, und wahrscheinlich auch der einzige Hof hier im wilden Tal, wo es einfach mal immer, ja? Hey, was ist los? Was? Was? Wir haben Küken? Wie? Digga! Einfach ein Küken! Wie? Digga, das. Also, und das ist. Ich habe. Warte mal. Ganz viel warte, als ich den Tag gestartet habe, habe ich geguckt, da waren noch zwei Eier. Und ich wollte eigentlich gerade damit starten, dass ich nachchecke, ob wirklich nach dem Laden das Ei wieder unbefruchtet ist. Ja. Und dann komme ich hin. Oh, das ist einfach ein Kuchen, guck mal, das läuft rum, wie süß das ist. Ein Kuchen, also nicht so wechseln mit dem Kuchen, ein ne? Ein Kuchen. Kuchen. Also das hat funktioniert, ihr habt in die Kommentare geschrieben, dass wir die Eier schon so 5 Tage liegen lassen sollen, damit daraus eben auch ein Küken werden kann und nicht in der Bratpfanne im Burgerladen endet. Und ich finde, das haben wir mit dem Ei fast geschafft. Ich glaube, das war 3 Tage jetzt. Endlich, wieder, ne? Ungefähr. Ja, 3, 4 Tage auf jeden Fall. Relativ lange. Aber okay, es ja, hat sich gelohnt. Ey, dann nehme aber ich das Ding aufpassen, jetzt, dass der hier nicht. Daraus Frikadellen. Ich wollte gerade sagen, halt, stopp. aufpassen, dass der hier nicht, wenn wir unser Schweinefleisch verarbeiten. Er hat gerade gepiepst! Er hat gepiepst, Junge! Hallo, wir sind auf dem Bauernhof, oh, ja? Oh Mann, ey. Ich passe mich nur an die umgebenden Tiere an, damit die sich heimischer fühlen. Oh, geil, ey. Deswegen bringe ich hier so miese Alpha-Tier-Brumpfschreie raus. Wir können ja mal kurz in unser Portemonnaie schauen. $366 haben wir. Das heißt, wir können uns leider immer noch keine Kuh leisten. Wir könnten uns aber ein Schwein mit leisten. Mit der nächsten Schweinefuhre. Ja, also denen geht's ja noch ganz gut. Die Hühner, die haben gerade Essen von mir bekommen. Wir brauchen aber neues Essen. Lass mal losjäten und schauen, was gerade so im Angebot ist. Und jagen. Ist. Und lass uns mal bitte auch ein Hühnchen demnächst schlachten, um daraus ein bisschen Hühnchenfrikadellen zu machen. Ne? Was los? Ja, komm ran hier. Ich hatte es ja schon angedroht. Ja, warte, da brauchen wir noch irgendwas? Nee, ne? Gasolina vielleicht noch. Gasolina, dann nehmen wir nochmal den Eierkorb hier raus. Den brauchen wir ja wirklich nicht. So. Aber den anderen Gefrierkorb, auch wenn noch Wildfleisch drin. Wollen wir das drei Wildfleisch? Warte, ich mal eben gucken. Ja, mach mal. Ich schau mal eben, wo der Gasolinertank ist. Ah, den haben wir hier. Sehr schön. Den nehmen wir natürlich auch mit. Was machst du da schon wieder? Willst du schon wieder Wurst herstellen? Achso. Ja, aber das geht nicht. Achso, du wolltest jetzt gerade wieder eine schöne Jagdwurst machen, Eine schöne Jagdwurst. Mistbuster spielen hier, genau. Gucken, ob wir nicht das. Das ist aber richtig dumm, Alter, dass man das schöne, gute Bio-Schweinefleisch hier oder Hirschfleisch oder Bärenfleisch nicht verarbeiten kann. Apropos Hirschfleisch. Oh, Gönnung. Digga, mit den Möwenaugen. Bratz. Du hast ihn verjagt. Ich nehme ihn mit, Bruder, ich nehme ihn mit. Ich hab ihn, ich hab ihn. Guck mal, er leidet noch. Er hat gerade geredet, Marvin. Das war richtiger. Was für Hufen, Alter. Als du den ganzen Hunger hast, hat sein Mund die ganze Zeit so aufzuklappt, ey. Das war einfach. Als würde uns irgendwie noch der Teufel, der Hirschteufel, noch so eine Botschaft mitbringen. Wahrscheinlich war das der Hirschteufel, der. Oh, da ist schon wieder einer! Ja, hol ich doch. Der Hirschteufel, der natürlich der unter. Rudolf. Unterlegene Konkurrent vom Ziegenmann. Wir machen ihn platt. Das war eigentlich Rudolf mit der roten Nase, der hier notabgestürzt ist, der jetzt hier den Sommer überleben wollte. Und jetzt erstmal von Jägern hier weggegrillt wurde. Der Weihnachtsmann, der wird sich freuen. Wir müssen aber zum Laden, weil ich brauche Munition. Okay. Ich hab nur noch 3 Schuss oder so. Kleinen. Ist ja noch einer! Das ist eine richtige Pandemie hier, Alter! Was für Corona! Alter, das war aber ein Headshot! Oh ja. Guck mal, sein Huf eiert hier rum. Warte, dann lass mich da nochmal kurz rüberfahren. Ich glaube, das ist gut für die Qualität. Hallo, gut für die Qualität. So mag ich mein Wildfleisch am liebsten. Also, ich habe noch ungefähr 10 Schuss, wenn wir irgendwo laden. Noch ein. Oh, da ist schon wieder was auf der linken Seite. Du hast nichts mehr, ne? Also, ein Schuss. Den muss ich leider nehmen, Digga. Den muss ich leider nehmen. Ja, er rennt aber komplett weg. Ja, er ist weg. Okay. Hatten wir doch schon mal. Ihr habt doch noch 2 Schuss. Wenn ich beide treffe. Ach so, du willst wirklich hinterher? Natürlich, Junge. Du kennst ja gar nichts. Deko kennt er gar nicht. Hat er ihn? Bräuchte gemacht. Richtiger Wolf, ey. Ja gut, dann baller den mal rein. Erstmal richtig schön reinorgeln, den Jochen hier.
Ja, dann haben wir doch jetzt ordentlich Cash gemacht nebenbei, ne? Wobei das Wildfleisch ja nicht mehr ganz so viel Geld bringt, sondern mittlerweile haben wir besseres, ne? Aber müssen wir auch erstmal kriegen. Aber so ein... Genau. Oh, wir haben jetzt... Ja, läuft. Wir haben jetzt gar nicht nachgeschaut. Voila. Was heute im Angebot ist. Vielleicht sind Eier im Angebot, vielleicht irgendwas anderes. Also da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal vorbeischauen. Vielleicht haben wir ja Glück. Deswegen will ich das Wildfleisch jetzt nicht verkaufen. Nicht verkaufen. Und mal schauen, ob wir haben Munition, können wir holen. Ja, vielleicht kriegen wir ein bisschen mehr Geld, wenn das gerade im Angebot ist. Deko ist gerade so ein richtiger Redneck. Also eine Pfanne haben wir, Eier gebrauchen wir nicht. Ja, ich habe viel getrunken. Noch eine Kühlbox kaufen eigentlich? Ich habe jetzt zweimal Schuss gekauft, ne? Du brauchst jetzt nicht nochmal extra zu kaufen. Dann kaufe ich jetzt noch dreimal Getreide, ja? Dreimal Getreide, check. Kannst sogar... Warte, ist gekauft. Ich kaufe auch nochmal einmal Getreide zusätzlich. So, jetzt haben wir vier. Nice! Munition nehmen wir und jetzt heißt es aufstellen hier. Oh, also guck mal, zwei Dinger verbrauchen schon die Schweine. Zwei Dinger verbrauchen mindestens die Hühner. Und dann sind wir fangen jetzt an mit der Massentierhaltung. Das heißt, sobald wir vielleicht noch einen nächsten Stall gebaut haben. Ich bin irgendwie der Fahrer, ne? Das finde ich auch immer geil. Sobald wir den nächsten Stall gebaut haben. Ja, aber du verscheust mich auch immer, wenn ich da mal sitze. könnten wir für uns vielleicht noch einen Hahn kaufen, um noch mehr Hähnchen zu produzieren, sobald die noch ausgewachsen einen Kopf, sind. Meinst du? Werden wir ganz genau. Werden wir die alle schlachten? Machen daraus eine geile Wurst. Also brauchen wir noch einen Hahn. Steigst du mal aus. Hahn war 2,50, schon mal aus, ne? Und gib mal Bescheid. Jo. Okay, was haben wir? Bescheite Milch, Hühnerfrikadelle, Hähnchenfleisch. Oh oh, 1,7 Preis wurde geklärt. Oh, 1,7. Jetzt kommen wir sieben. Warte mal, dann würden wir 100 kriegen, ne? Oh, wen haben wir denn da? Ah, wen Rudolf! Wen haben wir denn da? Sorry, der Headshot, Alter. Schießt ja komplett daneben, ey. Ja, das war auf dem Netz. Was ist denn los mit ihm? Kopfschuss war das. Ah, okay. Nehmen wir mit. Dann verkaufen wir jetzt aber das Wildfleisch, oder? Wir verkaufen alles, ja. Legen wir rein hier. Kann er dann go. Kannst du ja schon mal verkaufen. Ich mach schon mal. Wollen wir uns noch ein Schwein holen? Hast du letzten Lachs drin? Jetzt, ja. Verkauf den ganzen Müll. Alles verkaufen, 270. Wir könnten uns noch ein Schwein holen, ja. Ja, aber lass uns erstmal... Noch einen Eber? Ein Eber könnte man holen. Ich wollte jetzt aber erstmal zum Baumarkt oder zum Bauhaus und nochmal nach Beeren schauen. Ja. Da haben wir ja schon lange nichts mehr umgebracht. Vielleicht können wir da mal wieder was umbringen. Ich habe auch, by the way, danke schon wieder für die Tipps. Stimmt, ah. Ich wollte noch ganz was raussuchen. Ne? Meteorolf was, genau. Einen Tipp reingeschrieben. Geh mal in den Baumarkt ganz hinten links. Da ist noch ein Terminal, das könnte mich interessieren. Okay. Ne, ich lass dich hier liegen. Vergiss mich nicht, Bruder! Vergiss mich nicht! Gute Freunde! Ah, Digga, ich bin einfach so ein Profi. Ich stell mich allein wieder auf. Hinten links ist ein Terminal. Color Machine! Farbdose für $40! Was? Lol? Hä, was mache ich damit mit einer Farbdose? Ja, bitte nichts kaufen erstmal, das wäre super. Ich mache uns ein mittelhelles Blau. Na, warte mal, was können wir denn hier noch kaufen? Sättigung voll hochscheppern. Fahrbarer Rasenmäher, ein Campingkocher. Eine Luftmatratze. Digga, wozu brauchst du eine Luftmatratze? Darf ich eine Farbdose kaufen? Ja, komm, eine darfst du kaufen. Aber nur eine. Nur ich habe das typisch praktische Lusor-Blau hergefärbt. Okay, dann können wir vielleicht unsere Fleischscheune. Oh, nice. Können wir vielleicht farbig gestalten. Die sieht ja jetzt ziemlich albern aus gerade noch, ne? Schon so ein bisschen, ja. Fragt sich natürlich, wie lange so eine Dose hält. Vielleicht dann bin ich der Chauffeur, der Fahrer und du bist der Maler. Machen wir das so? Weil ich glaube, malen finde ich ziemlich scheiße. Ich finde, das will ich gar nicht machen. Oh, Bär gesichtet. Oh, links ist ein Bär. Oh, zwei Bären sogar gesichtet. Guck mal, ich werde schon richtig nervös, ey. Waffe ziehen. Mach sie alle platt. Hallo, mach sie alle platt. Bam, 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 bam. Alter, kenne ich gar nichts. Guck mal, das war so ein Erdbär. Ein sogenannter Erdbär, der in der Erde chillt, bis er seine... Bis er seine Beute in die Rand holt. Muchachos, die Witze, sie werden heute auch nicht besser. Bleiben Sie dran. Einen weiteren Bären sehe ich aber leider nicht. Dann plätter den mal kurz. Ich guck auch noch mal in die Ferne. Eigentlich voll die Zeitverschwendung jetzt mit dem Fleisch hier. Ja, wir haben ja jetzt gerade so wenig die Geld, Möglichkeit, das die Schweine zu schlachten. Übrigens, auch in den Kommentaren stand, wenn das Schwein wirklich fertig fett ist, ne, richtig fertig fett,
Dann droppt das, oder was heißt droppt, ne? Dann bekommen wir daraus 24 Fleisch. 24! Was? Ja! Also wir haben bisher das Schwein aber zu früh geschlachtet, scheinbar. Aber steht auch nicht dran, glaube ich, oder? Ich fand, die waren schon ziemlich fett. Was steht da nicht dran? Ja, die waren schon ziemlich fett, aber vielleicht gibt es ja noch fetter. Ich sehe nichts! Hallo? Yeah. Junge! Ja, warte, beruhig dich. Hallo, brauchst du nicht. Hallo. Ja. Da hinten haben wir einen Hirsch. Und einen Elch. Oh. Hirsch? Hirsch? Hirsch. Hirsch! Töt ihn! Du schießt alles daneben, du Lappen! Alter, Sechs Schuss. Nice. Hat sie, hat ja, sich ja, aber auch hier im vollem Bambi-Sprung, ne? Galopp, ne? Vollem Galopp. Schau mal kurz, Tankstelle. Wir fahren jetzt nächstes zur Tankstelle. Dann verkaufen wir alles. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht nicht noch einen Huhn schlachten heute. Lohnen wird sich, glaube ich, schon. Ne? Wir haben ja jetzt auch mit dem Küken oder eins mehr. Also ich würde sagen, eins könnten wir entbehren. Eins könnten wir wirklich entbehren. Ne? Das wäre, glaube ich, schon interessant. Weil wir, können wir eigentlich auch Hähne bekommen? Cox? Können wir Cox kriegen? Please give me Cock. Bestes Meme, oh yeah. Okay, baller mal dran. Hier, hier. Ja, ja, genau. Hast du dran gehalten? Ich habe hier einfach reingesetzt. Hört sich an, wie wenn man Strohhalm schlürfen würde. Okay, Benzin ist voll. Ja, aber unser Auto noch? Unser Auto noch. Auch noch. Ein Logo, wenn schon, denn schon, Bruder. Wenn schon, denn schon. Ja, was kannst du denn eigentlich? Ich steige mal ein. Hä, tankst du so auch immer oder was? Wirfst du den Lachs einfach hin? Ich tanke gar nicht. Du lässt das schon tanken, automatisch, ne? Jetzt? Nein, du musst. Ja, so geht das. Und wir sind fertig. Wir sehen uns dann. Hallo! Zia! Nehmen Sie mich mit! Vergessen Sie nicht den Sprungdeko! Ja, komm rein. Was brauchen wir jetzt noch? Einen Laden. Vielleicht holen wir wirklich noch einen Hahn. Schauen wir mal. Ja, wir müssen aber erstmal das Getreide wegbringen, damit wir Platz haben. Nee, wir brauchen noch einen neuen Hühnerstall. Das wäre doch geil. Ja. Ja, weil ich weiß nicht, wie viele in den einen noch rein können. Das war doch irgendwie auf 6 begrenzt oder so. Ich hab ja überlegt, ob wir die Scheune, den hinteren Part nochmal abreißen und nochmal ein oder zwei mehr mittlere Parts dran setzen und dann wieder das Ende bauen. Alter, warum? Dann müssen wir gar keine zweite Scheune bauen, sondern wie, für was denn? Ja, wir wollen auch Kühe und Schweine da reinpacken. Ja, und so. Ja. Haben wir gerade und so theoretisch könnte man eine Scheune auch einen Hühnerstall bauen. Ja, das ist nicht so viel Platz. Also $499 haben wir gerade. Ja, fahr mich mal nach Hause, komm. $499 haben wir jetzt gerade. Wir brauchen 600 für eine Kuh. Hier haben gerade 3 Schweine, 2 weiblich, einmal männlich. Und wir brauchen vor allem für Häuschen vielleicht mal oder für eine weitere Scheune brauchen wir auch manchmal noch Metall. Stimmt, für ein Haus. Du wolltest ja unbedingt ein Haus haben, ne? Ja, aber Metall ist auch nice. Teuer, ne? $100 so ein Ding. Wir müssen auch mal unser Holzlager wieder in den Wald schieben. Da haben wir auch schon alles weggeholzt. Scheinbar wächst hier nichts nach. Alter, Digga, er ist richtig bei Tokyo Drift hängen geblieben. Oh, was ist los mit ihm? Oh, yeah. Okay, wir haben Zement. Wir haben sowas hier. Aber sonst haben wir gerade. Hast du den Getreidehaufen hier hingescheppert? Ja. Habe ich. Okay. Ich schau mal kurz. Schweine, gut, verzieht gut, euch. Gut. Trinken. Ich mach hier wieder Futter in die große Kippe. Krippe meine ich, sorry. Nee, doch, ich baller nochmal 7 Kilo zu den Schweinen. Dann ist da auch wieder alles voll. Bin dann mal das rüber hier. Du bist doch immer da rüber gesprungen. Wie hast du das denn hinbekommen? Übers Tor geht's. Ah, nice. So, 20 ist drin. Guten Appetit. Getränke haben sie auch noch genug. Okay. Das wie passt. Geht's den Hühnern? Wollen wir da auch nochmal ein paar gut. Eier diesmal befruchten lassen? Hier im Eiskalt schon wieder keine Eier gelegt. Du kannst keine Eier befruchten lassen. Okay. Ich habe im Bio nicht aufgepasst, sorry. Schnapp dir einen Hahn oder einen Huhn. Wollen wir jetzt mal. Jetzt wird ein Huhn umgebracht. Mädels, aber alle zusammenrufen. Mit der Arbeitsmoral, alle, das hat hier stark. Ja, die haben da drin. Ansprache. Da drin. Geh da rein und zimmer da einfach einen weg, damit okay, alle Mädels zuschauen. Ich habe euch gestern gesagt, wenn es mit den Eiern hier nicht besser wird mit der Produktion, ja. dann wird es hier wild für euch, ne? Oder. Oh. Oh. Hallo? Oh. War das schon Motivation genug? Haben wir da? Hier lag, als wir reinkamen, lag hier genau ein Ei drinne. Okay, aber damit ihr okay, seht, dass wir das Ganze ernst meinen, ja? Frieda? So, ja? Du musst uns richtig verstehen hier, Mädels. Oh, richtiger Psychopath. Wenn die Produktion nicht nach oben geht, ja, dann müssen wir anders motivieren. Okay, Frieda, tut mir leid, aber.
Du bist ein guter Truthahn gewesen. Ja, bringen wir das jetzt noch weg? Oder hängen wir das erstmal hin? Achso, du willst daraus Wurst machen. Oh. Yeah. Eigentlich könnten wir doch jetzt die Hühnchenfrikadelle in den Füllertuch hochlegen, oder? Bei den Hühnchen? Warte, wir arbeiten mal. Frieda, ja, das ist jetzt Frieda-Wurst. Mm. Hängen wir die in den Schrank? Ja, verkaufen komm. Wir sie direkt? Oder legen wir sie als warnendes Beispiel irgendwie so? Guck mal, leg die mal rein, leg die mal rein. Wie wär's hier so? Ja, warte, mehr in die Mitte, so. So, nur damit alle Bescheid wissen. Perfekt, oder? Nice. Aber auf der anderen Seite bringt uns Frieda-Wurst auch gerade ganz gut Geld, ne? Da, okay, sie kommen alle einmal rein. Nicht. Sie sehen, die gucken gerade auf die Wurst. Ihr wisst jetzt Bescheid, ja? Ihr wisst Bescheid. Mal 1,7, ne? Hey, die kommen wirklich alle rein. Ja, ja. Okay. Wollt ihr mal verabschieden hier. Okay. Häng ich mal also in den Schrank, viele Eier. Häng ich mal in den Schrank. Hängen wir irgendwo hin. Was jetzt mit dem mit der Farbe? Was können wir damit machen? Ja, warte, ich mach gleich. Brauchen wir so einen Farbroller oder was? Ich sammel. Oder warte, du kannst eben die Eier hier aussammeln. Und ich, wo ist die Farbe hin? Wo ist die Farbe? Ich sammel mal eben. Achso, hier. Drücken, loslassen, drückt halten, platzieren, Tür schließen. Platzieren. Hallo? Wie kann ich das. Hallo? Ich kann das hier nicht anbringen. Drehen, platzieren. Nee. Wir stellen erstmal, also ne, bis Farbe wir hier eine Fortbildung machen zum Maler. In die Ecke und ganz genau. YouTube-Kommentare, ihr wisst Bescheid, ne, was zu tun ist. Aber Licht, ne, schon mal sehr gut. Ich finde, wir brauchen noch viel mehr Licht in unserer neuen Farm. Sodass wir die Scheune noch zuklatschen. Komm mal eben rein, guck mal, das ist hier. Das ist echt klein, ist echt klein, das müssen wir mal weiter. Ich habe, by the way, hier eine Lampe habe ich hier schon drin. Zwei Stück, da oben und da oben. Ich aber ich noch nicht an, weil ich habe das Metall auch gespart. Aber. Also ich würde sagen, wir können den hinteren Teil, das ist ja das hier quasi, abreißen. Ja. Und nochmal zwei Stücke dran bauen oder so. Mit einer Schlag, ja. Oh, oh. Mit einer Schlag! Mit einer Schlag, Junge! Marvin zerstört. Bau mal. Ich baue wieder auf. Deko baut. Wir haben jetzt ziemlich viel Holz. Was sagst du, so und jetzt das Ende, oder? Nee, 2. Also so wie ich das habe, ja? Ich schau mir kurz an, wie viele Boxen wir dann haben. Und jetzt das Endstück dran, ja. Ja? Ja, würde ich sagen. Okay. Das kostet aber ordentlich, oder? Rückseite. Nee, nur Holzplanken? Okay, das geht ja sogar eigentlich. Ja, ich glaube, da sind aber Türen drin. Die kosten, glaube ich, Metall. Dann würde ich jetzt mal ganz kurz... Aber wir haben ordentlich Holz rumliegen. Ganz, ganz kurz das Holz, was noch da rumliegt, hier einlagern. Und danach können wir mal wieder etwas Holzfarmen gehen. Das haben wir ja schon etwas länger nicht mehr gemacht. Es wird schon wieder dunkel. Was ist da los? Okay, 18 Uhr. Es wird einfach insta-dunkel. Man kennt das Tal. So. Ja, wenn die Sonne untergeht, dann geht es auf jeden Fall nicht mehr auf, ne? Aber Papa kommt gleich mit noch mehr Holz. Ich bin auch jetzt leer. Ab jetzt bin ich leer. Wo ist das Holz, Junge? Papa kommt mit der Holzlieferung. Was ist los? Bob, der Baumeister, ist nichts gegen mich. Fahrt einfach rein, ja? Geht das? Bruder! Hallo. Müsste eigentlich? Ja. Da wollt's reinfahren? Hab ich doch. So, du kannst oben den Kram machen. Irgendwo fehlt... Achso, hier. Nach unten den Kram. Weg. Boah, das ging jetzt aber wirklich schneller als gedacht. Ja, ich glaube halt... Ah, das ist ja richtig günstig. Kein Wunder, das... Hier ist so eine Tür. War schon? Warte, wir müssen noch bauen. Ja, ich pack mich durch. Also es ist noch da oben, dann haben wir schon fertig. Nein. Das hat jetzt ja wirklich kaum was gekostet. Hier. Hier oben, ja, ich bin da durch. Ich mach das. Okay, Tür habe ich. Haben wir. Ein Metall fehlt da noch. Okay. Und dann brauchen wir natürlich noch, falls wir hier noch Boxen reinmachen, müssen wir die Boxen auch noch bauen. Und die Boxen sind, was Metall angeht, teurer. Ach so, die Boxen kosten auch was. Ah, shit. Die Scheunenbox kostet 20 Holz und 10 Eisen. 10 Eisen, alter Schwede. Die Frage ist, inwiefern brauchen wir so ein Ding, ne? Also eigentlich brauchen wir die ganze Scheune gar nicht, oder? Eigentlich wäre doch geiler, wenn wir so, ja, so Gehege einfach wie bei den Schweinen irgendwas bauen, oder? Eigentlich. Nein, wir machen hier die Kühe rein. Die Kühe kommen hier rein. Okay, die Hühner laufen hier noch wild rum. Haben wir hier noch Fleisch? Hey, wir haben hier noch Fleisch? Scheiß Lampen, Junge. Was denn das hier eigentlich? Was hängt denn hier? Hast du da. Oh! Hast du Hühnchenfleisch hingehangen? Was ist los? Es gibt ein neues Bauteil! Was? Wo? Ein Training Paddock. Für Pferde? Was ist das denn? Eigentlich ist es für Pferde. Ein Paddock ist für Pferde. Für Pferde? Hier. Alter, ich baue so ein ganzes Teil hier hin, Alter. Guck mal, so einen ganzen. Ich will das mal sehen, wie das aussieht. Bau mal.
Warte, hier kannst du dich gerade hinstellen. Ist das so ein Parcours oder was? Ja, alter Schwede! Das ist ein Rundkurs, wo du so Dressur machen kannst mit Pferden. Guck mal, oh! Marvin! Marvin, ja, guck an, was für ein gutes Pferd ich bin! Ja. Hui. Perfekt, oder? Das geht auch, wie geil ist das denn? Dann aber scheint, dann gibt es jetzt Pferde? Ja, ich wollte gerade sagen, dann scheint es jetzt ja wirklich Pferde zu geben, ne? Können wir am nächsten Tag nochmal kontrollieren. Auf jeden Fall haben wir die Scheune jetzt erweitert. Na hallo, wir haben eine neue Aufgabe. Wir haben Hühnchen fertig gemacht, wir haben die Moral der Hühner natürlich gesteigert. Wir haben die Schweine weiterhin glücklich in ihrer freien Umgebung gelassen, damit sie schön fett werden. Oh, warte, was ich jetzt eben noch mache? Und jetzt müssen sie noch langsam fett werden. Guck mal, Marvin, für den Effekt vor dem Schluss des Videos. Oh, du machst da jetzt noch die Lampe rein, oder? Ach so. Ne, die Lampe will ich aber haben. Hier oben. Damit wir hier auch ein bisschen Licht drin haben. Haben wir noch Metall? Ja, ist fertig. Nein, wir haben nichts mehr. Ist fertig geworden. Ach, geil. Beide. Okay, dann machen wir mal aus. Oh, Alter, das ist wie in so einem Horrorfilm, da sieht man gar nichts. Ich hole dich. Hallo. Ja, ich werde dich töten. Hallo, hat's, komm zu mir. Warte mal. Bist du bereit, ein Spiel zu spielen? Mach mal zu, ne? Viel Spaß. Also, lass uns schlafen gehen. Wir haben es 20 Uhr, es regnet, es ist scheiß Wetter. Ja, am nächsten Tag können wir hoffentlich wieder verkaufen. Hier, oh, hier ist noch ein Ei. Hier sind zwei Eier. Die sammle ich natürlich nochmal eben ein hier. So, einsammeln und einsammeln. Und der Küken läuft hier frei rum, ne? Er weiß schon, was er tut. Oh, hier liegt hier ist kein Futter mehr. Wo ist das Futter? Das kann doch nicht weg sein. Bevor das Küken jetzt verhungert, hau ich nochmal neues Futter hin. Zack. Yes. Okay. Und jetzt. Dann geht's auch. Gehen wir schlafen. Check, check. Daumen nach oben brettern, Beschreibung abchecken. Gerne weitere Tipps in die Kommentare brettern. Und ja, bis dann. Reingehauen.